Und wir sind live. Das ist Diploini mit dem Let's Play von Mystic Quest. Und wow, ja genau, wir waren in dieser kleinen Höhle hier. Und wow, ah, ich habe vergessen, die Viecher mögen Äxte nicht so sehr. Und mal sehen, was ist denn eigentlich alles passiert? Ja, perfekt. Haha. Ah, verdammt, alles ist unverwundbar hier. Ich glaube, ich muss mal kurz pausieren. Yep. Also, wo waren wir stehen geblieben? Wir hatten letztens nach unserem Wüstenabenteuer eine Medusa besiegt, eine Träne aufgefangen von einer anderen Medusa. Lange Geschichte, guckt euch die letzten Episoden an. Dann hatten wir einen bösen Mann verprügelt, einen Papagei in einen Menschen zurückverwandelt und dank seiner Musik Giftgas bezwungen. Auch lange Geschichte, siehe Folge 6. Und jetzt sind wir diesen Weg, der jetzt endlich frei ist, weitergegangen, immer noch auf der Suche nach diesem einen magischen Amulett, das verloren gegangen ist, zusammen mit unserer lieben kleinen Freundin. Aber ich nehme mal das Silberschwert, jetzt habe ich genug. Und dieser neue freie Weg hat uns jetzt zu dieser Höhle gebracht. Ja, habe ich mir gedacht, hier ist etwas versteckt. Wir haben Gott sei Dank genügend Pickel. Also, Weg frei. Ich muss aufpassen hier, aber okay. So, das Einzige, was wir jetzt in dieser Höhle machen müssen, ist... Überhaupt nichts. Ungewöhnlich. Was sagt denn unsere Karte? Leer. Okay, dann ist hier eben nichts. Also, wo war ich stehen geblieben? Yep. Also... Oh, ich habe mich in einen Mugel verwandelt. Ich glaube, in Secret of Mana hatten die auch noch einen anderen Namen in der deutschen Übersetzung. Aber das werden wir in der Zukunft hier sehen. Yay, Level Up! Mal sehen, wir haben so viel rumgeprügelt, das heißt eigentlich, die Kraft wird stärker. Und weiter geht's. Ich speichere mal. Sicher ist sicher. Oh, Level 30 schon. Ja, wir sind schon ein ganz schönes Stück weit gekommen hier. So, also wo war ich stehen geblieben? Ah ja, genau. Die einzige Aufgabe, die wir jetzt hier haben, ist bis zum Ende zu laufen. Autsch. Und nicht zu sterben. Ah Mann, du nervst mich, Zauberist. Okay, hier wird es ein bisschen kniffliger. Ich wechsle mal zur Magie, damit ich nicht ständig die Waffen wechseln muss. Und hier brauchen wir die Streichelaxt, die viel stärker ist. Aber leider sind die meisten Gegner hier immun gegen Axtschläge gegen das Gesicht. Wie diese Viecher zum Beispiel. Ach ja, wir hatten es auch schon mal, dass ein oder zwei Feuerbälle ausgereicht haben für diese Viecher. Also entweder sind das andere Monster, die nur zufällig die gleiche Grafik benutzen, oder Mann, schwingt der Schaden von Magie wild hin und her. Ist wahrscheinlich sowas Doofes wie zwischen 10 und 100 Schadenspunkte oder so. Mann, verreck endlich. Danke. Und wow, ich bin schon wieder voll. Sehen, was können wir denn aufbrauchen hier? Na gut. Ein Magietrank könnte helfen. Noch irgendwas. Ah, genau. Ein paar billige alte Lebenstränke. Perfekt. Oh, na gut, das hat sich ja gelohnt. Wir haben einen billigen Gammeltrank gegen eine teurere Version eingetauscht. Und weiter geht's. Oh, gut. Die kann ich wenigstens mit meiner Streitaxt nicht verletzen. Ah. Ah, na gut, wir wollen mal nicht zu viel Magie aufbrauchen. Ich könnte schwören, ich müsste hier noch irgendwo die Feuerketten, eine Feuerversion meiner Kettenpeitsche gefunden haben. Aber anscheinend... Oh, wow, Endbosszeit, naja. Gut, hier nehmen wir wahrscheinlich lieber mal die Axt im Walde.
wünschte, das würde wirklich nicht gleich ganz rausspringen. Und jetzt haben wir Gammelmagie. Also, hier stehen. In diesen Ecken hier muss man stehen, sonst kann man das Viech nicht verletzen. Oder man macht eben das hier. Ja, dieser Kampf ist ziemlich bastardiös. Vor allem, wenn man es dumm ist wie ich und ständig in das Vieh reinrennt. Oder nicht zählen kann. Sagt euch jetzt zählen oder zielen? Haha. Okay, das geht natürlich auch. Vorausgesetzt, man ist halt nicht eine Dumpfbacke. So, das war's schon mal. Jetzt haben wir doch den Rhythmus ein bisschen raus. Wow, das war daneben, aber ich habe trotzdem noch getroffen. Und das war zu früh. Ha. Ha. Autsch. Das geht natürlich auch. Aber das hat dann halt ein Risiko, dass man direkt in die Klauen reinlatscht von dem Ding. Hopp, autsch. Okay, das war ein einfacher Hieb. Wow. Ja, auch wenn man den Trick raus hat, muss man eben auch mal treffen, ne? Autsch. Okay, ein paar Treffer habe ich hingekriegt. So, hier. Wow, okay, wir haben es geschafft. Metallkrabbe bezwungen. Und, oh, es geht noch weiter. Na, da bin ich ja mal gespannt. Wups, Magie aufgebraucht. Naja, Deppenkraft halt. Jetzt, mal sehen, eine Frage stellen kann ich nicht. Macht wahrscheinlich nichts, wenn keiner da ist. Jep, genau. Batterie speichern, damit wir nicht alle gleich verlieren. Was haben wir hier? Ghost Power. Genau. Die Dinger hier kann man nur mit der Sichel erledigen. Und die Dinger brauchen mal wieder irgendwas Magisches. Und mein Silberschwert ist das einzige Magiemäßige, das ich hier habe. Problem gelöst mit Waffenkraft. Okay, die sind ein bisschen leichter zu besiegen. Aber sie sind nervtötend, weil diese Schlammmutanten sich unten im Boden verstecken. Die Frage ist jetzt natürlich, wo genau befinde ich mich? Ah, wow, ja, das hilft viel. Noch mehr. Ah, wups, ah, okay. Hier geht's nicht. Gut, diese Monster sind schon ein bisschen älter. Das sieht man daran, dass sie schon mit ein paar relativ wenigen Treffern draufgehen, selbst mit einer alten Waffe. Und wo sind wir jetzt? Oh, wir sind draußen. Okay, ich hätte schwören können, da kommt noch ein anderer Boss, aber anscheinend ist dieser Mikro-Dungeon so klein, dass ich einfach vergessen habe, dass er kommt. Und ich habe ihn mit einem anderen verwechselt, der später passiert. Egal, Streitaxtzeit. Okay, die waren eigentlich auch schon älter. Ah, die Region kenne ich doch. Schade nur, dass unsere normale Karte ja nicht gerade sehr hilfreich ist mit seinen weißen Quadraten. Okay, Fischmaulwurf Schwadron. Und wow, okay. Na, diese Stachelviech-Dinger können also meine Äxte aufhalten, gut zu wissen. Ja, Viecherisiert. Und jetzt kommen noch Affen wieder dazu. Gute Güte. Maulwürfe, Fische, Affen, was ist das für ein Land hier? Gucken wir uns mal die Küste hier an. Ha, hier ist nichts. Aber ich verrate euch schon mal ein Geheimnis. Später werden diese leeren Bildschirme noch eine gewisse Bedeutung kriegen. Vorausgesetzt, dieser Fisch frisst uns jetzt nicht auf hier. Mal kurz Notfall speichern, nur für den Fall der Fälle. Okay, was versteckt sich hier unten? Hier geht's noch weiter. Gehen wir mal noch nach Osten.
Und... Oh, eine Treppe. Haha, 3 auf einen Streich. Bin ich jetzt ein Axtmeister oder was? Okay. Mino Onkelus und... wild gewordene Springdinger. Okay. Und ein Händler. Was haben wir? Was hast du anzubieten, Freund? Okay. Da müsste ich aber erstmal wissen, was ich überhaupt brauche. Also den Schlüssel können wir schon mal wegschmeißen. Der hilft nicht mehr lange. Okay. Die können wir auch schon mal wegschmeißen. Noch irgendwas? Ah ja, genau. Die haben wir nie gebraucht. Diese Magie in der Tasche. Dinger. Oh, noch was. Wir haben ja jetzt, dachte ich eigentlich. Ende. Okay, manchmal ist das seltsam mit dem Ausrüstungsverkaufen. Ich kann das Silberschwert verscherbeln, was ich noch dringend brauche. Aber ich kann nicht die Grundwaffen verkaufen, außer den Speer wiederum. Die Axt müsste eigentlich in der Liste auftauchen, weil ich habe ja noch eine Streitaxt. Aber es ist wahrscheinlich so, ich kann die Streitaxt verkaufen, aber die normale Axt nicht. Weil dann könnte ich keine Bäume mehr fällen und dann würde ich festsitzen. Okay, Magie ist noch ausgerüstet. Dinge. Es lebe. Ordnen wir ja mal ein bisschen. Gift gegen Versteinerung. Heiltränke haben wir eigentlich jede Menge. Also werde ich nochmal einen Satz Pickel und einen Satz Schlüssel kaufen. Oh Gott. Und mal irgendwas anderes doch wahrscheinlich auch noch. Wir haben noch ein paar Plätze frei jetzt. Also. Pickel. Schlüsselbund. Ich habe keine Ahnung, wozu das hilft hier. Und das ist leider zu früh, also haben wir keine Ahnung, was das macht. Aber hey, ich nehme es mal mit. Auge ist Augentropfen gegen Blindheit. Aber das... Blindheit in diesem Spiel ist nicht wirklich ein Problem, abgesehen von der grässlichen Musik. Nehmen wir nochmal einen Trank mit. Und ja, wir bräuchten teure Ausrüstung oder sowas. Unser Geldberg wächst und wächst, wie ich euch schon angekündigt habe letztes Mal. Da ist das hier alles natürlich kunterbunter durcheinander. Nee, danke, ich wollte noch was machen. So, es lebe 2. Jetzt haben wir noch ein bisschen Platz für irgendwas anderes. Aber ich glaube, wir sollten anfangen, Lebenstränke aufzubewahren. Hm. Okay. Erstmal ausrüsten für den Notfall. Und was ist unser Status eigentlich? Oh, okay. 800. Dann könnten wir das ja vielleicht noch den Saft der Kraft gebrauchen. Speichern und weiter geht's. Okay. Gebracht hat das ja nicht wirklich was. Aber jedes bisschen hilft. Und diese kleinen versteckten Lädchen helfen einem ein bisschen aus, wenn man weit von der Stadt entfernt ist. Axtwurf. Oh, schade. Nur 2 erwischt. Okay, ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen überlevelt, so wie ich die Gegner besiege hier. Dabei habe ich gar nicht so viel gemacht. Ah, okay, aber die Fische sind noch in Herausforderung. Rache der Angler hier. Oder ich meine, Rache der Fische wegen... okay, den Witz habe ich kaputt gehauen. Sorry. Level up. Was machen wir diesmal? Unsere Reife ist ein bisschen wenig. Sagen wir mal, wir haben da kräftig dazugelernt und unsere Weisheit ist jetzt angestiegen. Und Reife bedeutet auch mehr Magiepunkte. Bekommt langsam nützliche. Okay, das ist interessant. Wäre ich hier nach Süden gegangen? Wäre ich hier stücklich weitergekommen, hätte... Na egal. 2 Wege sind besser als... shit. Ein Spruch? Nein. Wozu ist Spruch dann gut? Ist das wahrscheinlich gegen Stille oder sowas. Na komm. Das Dumme ist natürlich, dass die Musik einfach weiterläuft. Auch wenn... die Zeit noch lange nicht abgelaufen ist. Und hier ist eine Art... Ist das ein Heil-Dingenskirchen? Yep! Ein Heilteich.
Ja, ich werde diese Heiltränke nie aufgebraucht kriegen, wenn das so weitergeht. Gleich alle auf einmal hier. Oh, danke, Leute. Eine Axt braucht Futter. Okay, ich habe mich anscheinend geirrt. Auf manchen Hintergründen ist Blindheit doch ein Problem. Okay. Wenigstens hat es diesmal nichts viel gebracht. Die Schläuche sind ohnehin schlimmer. Was war ein Moogle nochmal auf Deutsch? Verdammt, ich habe zu lange auf englische LPs geguckt. Und nach so vielen englischsprachigen Videos fällt mir das deutsche Wort nicht mehr ein. Das ist traurig. Moogle, Moogle, Moogle. Jetzt kommt her, ihr Springdingstars. Die Dinger gibt es übrigens auch im zweiten Teil, Secret of Mana. Nur sind sie da keine Monster mehr. So meine einfach kleine Katapulte, die in die Landschaft gesetzt sind. Ha. Bis jetzt ist noch beides der richtige Weg. Und oh, neuer Leiden. Okay, vielleicht haben wir jetzt hier Glück. Übel. Ja, übel ist Gift. Wow, das Zeug war aber ganz schön starkes Gift. Wenigstens haben wir einen unserer super Heiltränke aufbringen können. Und für Notfälle haben wir auch noch das Zeug und Zauber und was nicht alles. Mann, wir sind schon auf halbem Weg zum nächsten Level. Endlich, Waffenladen. So, Kumpel, was hast du anzubieten? Oh, naja gut, Opalrüstungen und Opalschilder. Keine neue Waffe, aber okay. So wie uns die Monster einen auf den Eumel geben, ist das wahrscheinlich sogar ein bisschen wichtiger zurzeit. Jetzt gehen wir ins Waffenmenü, um unsere Rüstung auszurüsten. Zuerst die Opalrüstung. 3 Punkte Unterschied. Naja, Kleinvieh macht auch Mist. Die Schilder halten einfach nur Magie und so eine Scheiße auf. Und Opal ist auch eine Stufe besser als Gold. Also wenn irgendwelche Kampfzauberblitze uns verletzen konnten, ist es die Chance da, dass wir sie jetzt endlich aufhalten können. Und wow, okay. Na gut, der Kopf ist ja wichtig mit Gehirn und so. Macht eigentlich Sinn, dass der Helm mehr Schutz bietet. Oder der Unterschied zwischen Gold- und Opalrüstung ist einfach nur nicht so groß, während das bei Helmen anders ist. Aber warum versuche ich immer ständig Rechtfertigung zu finden? Egal, also wir brauchen den alten Kram nicht mehr, der einfach nur schlechter ist und uns Platz wegnimmt. Also weg damit. Und wir haben gleich wieder ein paar Tausend dazu gewonnen. Aber wir sind von 21.000 und noch was auf 13.900 runter. Das ist was. Und was anderes gibt's nicht, also sind wir hier fertig.